Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch mal was komplett anderes vorstellen. Und zwar mein derzeitiges Reenactment-Projekt. Und zwar ist das ein spezieller Polizist der PAP aus dem Kosovo-Krieg, serbischer Seite. Die PAP, das war sowas wie eine, ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, es war eine Spezialpolizei, Polizei für besondere Aufgaben. In Höchstzeiten Mitglieder bis zu 7000 Mann gehabt, hat ganz viele türkische Bunker gesprengt. So, wir fangen an mit der Bekleidung. Ganz kurz, was ganz typisch Serbisches. Na komm, haben wir hier eine Kombi. Stell scharf. So, haben wir hier so eine Kombi. Polizei. Auf der anderen Seite wäre jetzt noch der PHP-Aufnäher. Der ist jetzt an der anderen Jacke, zeige ich auch kleiner. Hier jetzt mit Schulterstücken. Ich war da mit dem Einsatz. Einsatz. Ja, normalerweise ist hier schon was für den Dienstgrad vorgesehen. Die gab es dann schon zu der Zeit aus Klett. Wir sprechen von dem Zeitraum 97, 98, 99, 2000. Aber auch ganz viel gesehen. Auch ganz viel gesehen, dass hier nicht Polizia stand, sondern Milizia, dass man die weggelassen hat, sondern dass du nur das in Weiß hattest mit Milizia. Jeder wie er wollte, kann man fast sagen. Ja, das ist ein Strampler hier. Ganz typisch, links und rechts jeweils ein Reißverschluss. Kannst du öffnen bis zum Ultimo hier, bis runter an die Beine. Dasselbe gab es auch nochmal in Woodland. Habe ich jetzt leider nicht. Ich konnte mir damals den sichern. Den aus Woodland leider nicht. Aber sowohl bei dem Blue Lizard oder blauen Tiger Camouflage, Tarnung. Hui, weg damit. Sowohl als auch beim Woodland gab es auch was Zweiteiliges. Das war dann meistens in einem abgewandelten BDU-Schnitt. Top-Hersteller zu der Zeit war Mile Dragic. Den werden wir dann auch noch ein paar Mal wiederfinden. Ich habe jetzt hier so, Miltech Woodland Hose. Kennt bestimmt jeder. Dann haben wir allgemein Woodland bei serbischen Spezialeinheiten, jugoslawischen Spezialeinheiten. Ab einer gewissen Zeit ganz gut beliebt. Und dann haben wir hier das Jäckchen. Das ist halt eine BDU. US-BDU hier. Dann haben wir hier auch den anderen PHP-Aufnäher. Der da drüben eigentlich auch noch dran sein müsste. Dafür ist jetzt hier der Polizei-Aufnäher nicht dran. Weil ich immer bloß einen Satz habe. Normalerweise 4 Taschen BDU. Da habe ich unten 2 Taschen abgetrennt. Weil die packt man in die Hose rein. Ja, ist halt bildes Ami-Zeug. Nicht aus dem Balkan, aber es ist de facto dasselbe. Ja, Ripstop müssten sie auch schon gehabt haben zu der Zeit. Ja, genau. Bleiben wir bei Woodland. Kommen wir zu einem speziellen Ausrüstungsgegenstand. Was liebt denn jeder auf dem Balkan? Westen. Ui, der Gerät ist schwer. So. Ganz kurz. Auch geil. Klett und Druckknopf. Kann ja nichts mehr schief gehen. Nur Airsoft-Magazine. Aber Magazine für Sastava M70 oder M72. Auch das LMG von den Jugos hat 30er Magazine genommen. Standardmäßig. Die nehmen alle 30er Magazine, die nehmen auch andere, aber standardmäßig mit einem LMG 30er, ja, muss man selber wissen, ob man dann das LMG braucht. Funkgerät ist jetzt ein Baufeng, da gehört eigentlich ein Motorola Radius GP300 dran, aber die Dinger sind veraltet, kosten trotzdem Schweinegeld, nur weil da Motorola draufsteht, ich bin ja nicht wahnsinnig. Bajonett passt auch nicht, Grundform passt, ist jetzt mein UTV-Bajonett, nimmst du die Griffschale weg, machst eine schwarze dran, passt das. Mache ich jetzt hier nicht, weil es ein UTV-Bajonett ist. Jugo-Bajonette waren mal günstig, sind es aber irgendwie wieder nicht. So,
Vom Hersteller hat man gerade gesprochen. Wir haben hier Mile Dragic, Polizia. So, und da hat sich der Speicher verabschiedet und ich habe mitgekriegt, dass ich ganz schön ins Mikrofon geatmet habe im letzten Teil. Ja, gut. So, Funkgerät hat man, Bajonett hat man, Polizia-Schriftzug, klar. Umdrehen. So rum. Polizia-Schriftzug, Extra-Taschen, Feldflaschentasche. Eigentlich ausgelegt für amerikanische Abklatschmodelle. Hier drin ist jetzt noch ein verstecktes Holster, aber das ist jetzt alles mit Zeitung ausgestopft. Das ist nicht, ist so nicht sehenswert. Ja, ausgelegt für US-Feldflaschen. Meistens ein bisschen lapprig, weil man ist ja Jugo. Das weg. Das weg. Das weg, das weg und das rein. Okay, heißes Wasser drauf machen oder so, keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, was in dem Plastik drin ist. So genau will man das wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Dann würde ich sagen, entledigen wir uns mal der Weste. Und machen wir weiter mit den Koppeln. Kopellen, ja. Gab ihn aus Leder, früh. Später dann aus Stoff. Das ist das Ding. Gemacht wie ein Lochkoppel. Aber mit einem Koppelschloss. Von keinem geringeren als Mile Dragic. Jugoslawisches Patent. Die hier wurden bei der BAP nicht genutzt, soweit ich weiß. Auch vom Herrn Dragic. Ich lege ihn trotzdem mal mit hin. Die wurden aber nicht verwendet. Bis jetzt nichts gesehen, wo sie verwendet wurden. Für die Koppel gab es dann noch so kleine Spielereien wie Karabinerhaken für alles Mögliche. Taschenlampen oder Knüppelhalter, je nachdem, wie man drauf war. Und dann gab es noch Tragegestelle. Hat man aber auch kaum verwendet bei der Einheit, eher bei der regulären Polizei. Milizia, Polizia. Ist das hier? Auch für Lochkoppel. US-Patent, diese LC-Dinger oder wie die heißen. US-Patent. Mile Dragic. Jugoslawisches Patent. Naja. Kopfbedeckung fehlen noch. Speziell bei der Einheit. Einmal aus Woodland. Und in Blau gab es die auch und in diesem Blue Lizard Turn so eine Mützen hier. Das ist jetzt einfach so eine amerikanische. Die sahen von den Serben, von Jugoslawen nochmal anders aus, aber ich habe sie jetzt noch nicht. Die sind mir jetzt auch zu teuer. Ich habe mich schon für die Weste da in den Ruin gestürzt. Wären solche hier mit dem Polizeiinsignium drauf. Wenn du gut bist, rollst du dir eine Sturmhaube zusammen als Mütze. Oder auch ganz oft in Kombination mit so einem Tarnüberzug, so einem Tarnnetz fürs Gesicht. Auf so einen Boonie-Hut hier in Woodland. Gab es auch von Mile Dragic, aber das ist jetzt so billiger. Die wurden aber genauso produziert, also ähnliches Muster. Ja. Dazu eigentlich noch der Mile Dragic M97 Kevlar-Helm. Den habe ich bis dato aber noch nicht. Kevlar-Helme jetzt ist sowieso beschissen. Und mal sehen, wann ich das noch mache. Weil der gehört eigentlich essentiell dazu. Dazu habe ich schon den Bezug da. Den habe ich jetzt aber noch nicht rausgekramt, weil ich habe den Helm noch nicht. Vielleicht mache ich mal ein Update, wenn ich den Helm habe. Dementsprechend ein qualitativ hochwertigeres Reenactment. Die Bewaffnung an sich habe ich jetzt auch nicht gezeigt. Ich habe was genannt. Wir haben zum Beispiel jetzt Sastava M72, was der RPK-Abklatsch ist, Sastava M70, der AKM-Abklatsch, den SKS-Abklatsch zum Beispiel noch, RPG-18, Einmalrohre,
Serbische Granaten ist ja nichts da. Ansonsten eigentlich noch ganz interessant und ganz oft gemacht. Diese serbischen Gewehrgranaten, die irgendwas bla 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 60, wurden gerne mal in die Weste reingesteckt. In jede Lücke, die offen war. Ja, so viel dazu im Groben und Ganzen. Ich gucke mich gerade um. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das sind so die grundlegenden Dinge, die ich mal zeigen wollte. Ich hoffe, es hat gefallen und bis später.